Hallo, es geht weiter mit der chemischen Verfahrenstechnik und beim letzten Mal oder im letzten Video hatte ich Ihnen gezeigt, wie Sie ein reales Strömungsrohr, also wo Sie Abweichungen von diesem idealen Peak haben, wie Sie ein reales Strömungsrohr mit Hilfe einer Rührkesselkaskade beschreiben können. Der Nachteil davon war, dass Sie den Reaktor erst bauen müssen, dann können Sie daran eine Messung durchführen. Sie brauchen E von T, also die Verweilzeit-Dichte-Funktion, und können darüber dann über die mittlere Verweilzeit und die Standardabweichung, darüber können Sie dann die Kesselanzahl ausrechnen, um das Strömungsrohr zu beschreiben. Jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Vorgehen zeigen. Heute wollen wir uns mal mit der Bodensteinzahl beschäftigen. Also bisher in der Vorlesung, wir haben uns angeguckt, ja, was für einen Einfluss hat eigentlich das Geschwindigkeitsprofil? Wir hatten uns laminar und turbulent angeguckt. Und das führt dann einfach dazu, ja, hier, weil die Teilchen unterschiedlich lange brauchen bis zum Ausgang, führt das halt dazu, dass sie unterschiedliche Austrittszeiten haben. Das unterscheidet sich nochmal von turbulent und laminar untereinander. Turbulent ist dichter dran am idealen Strömungsrohr als das laminare Verhalten. Aber was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist halt, dass wir axiale Vermischung noch nicht ja, uns angeschaut haben. Wenn Sie sich das einfach mal vorstellen, Sie haben ein Strömungsrohr, das ist mit klarem Wasser gefüllt und Sie geben da jetzt Tinte auf, dann ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass eine total scharfe Tintenfront einfach so durch diesen Reaktor durchwandert, sondern allein durch diese Mischungsvorgänge, die da auftreten können, durch kleine Wirbelchen oder einfach durch Diffusion, würde sich ja dieses der Übergang von Tinte zu klarem Wasser würde sich ja auch so ein bisschen vermischen. Wenn man das ganz exakt machen will, dann muss man halt sagen, naja, die Realität ist halt so das Komplizierteste, was man sich vorstellen kann, Maximum an Komplexität. Das heißt, wir müssten dann eigentlich berücksichtigen, dass Geschwindigkeitsprofile auftreten und dass es eine axiale Vermischung gibt. Und wenn man das halt mit der höchsten Genauigkeit haben will, dann müsste man eigentlich CFD anwenden, also Computational Fluid Dynamics. Das ist das, was Sie beim Kollegen Stank, was Sie da lernen können. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist halt so ein kleiner Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach nur an, das Strömungsrohr diskretisiert in axialer Richtung und halt zeitlich. Und wir vernachlässigen einfach radiale Profile. Also wir sagen, es interessiert uns nicht, dass da irgendwie sich über den Querschnitt des Rohres was ändern könnte. Das wollen wir nicht machen. Also wir unterstellen weiterhin, ja, kleine Scheibchen, die alle die gleiche Geschwindigkeit aufweisen und sich in Richtung des Radius nicht verändern. So, jetzt müssen wir uns leider ein bisschen mit Differentialgleichungen rumschlagen. Und vorher führen wir noch eine neue Größe ein. Wir haben hier halt ja, diese axiale Vermischung. Die beschreiben wir jetzt über einen Dispersionskoeffizienten, d-Ax. Ax soll hier einfach für axiale Richtung stehen. Wieso macht man das? Wir haben eigentlich also diese Vermischung, die auftritt, die wird zum einen hervorgerufen durch molekulare Effekte, also durch Diffusion und halt durch konvektive Effekte, also einfach dadurch, dass die Strömung, dass da zum Beispiel kleine Wirbel drin sind. Wir wollen ja eigentlich eine turbulente Strömung haben. Das heißt, es gibt auch einen gewissen konvektiven Austausch. Und naja, da man beide so im Detail nicht richtig gut beschreiben kann, dann macht man einfach einen Trick. Wenn ich zwei Größen habe, die ich nicht vernünftig beschreiben kann, dann sage ich einfach, okay, dann messe ich einfach nur eine neue Größe, die soll diese beiden Effekte beschreiben. Und die nennen wir hier als einfach Dispersionskoeffizienten d-Ax. Das ist Kombination aus molekularem Diffusionskoeffizienten und einem zusätzlichen konvektiven Anteil. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das in CFD oder so hören. In diesen ganzen CFD-Codes, da führt man sowas wie eine turbulente Viskosität ein. Das ist eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz. Also man sagt halt, okay, durch die Turbulenz erhöht sich die Viskosität ein bisschen und dann berechnet man mit so Turbulenzmodellen, berechnet man einfach sowas wie eine scheinbare oder eine turbulente Viskosität, die sich halt aus zwei Effekten zusammensetzt. Gut. Und wenn man das Ganze jetzt beschreiben möchte, also wir möchten jetzt die Vorgänge in einem Strömungsrohr beschreiben. Wir würden uns also hier in diesem Strömungsrohr
versuche das hier noch einmal kurz zu skizzieren. Strömungsrohr, schön einfach das Ganze, und dann sagen wir, okay, es gibt hier irgendwie so eine kleine Scheibe drin und um diese Scheibe möchte ich jetzt mal die Bilanz aufstellen. Dann wäre jetzt, dann wäre die Gleichung, die hier steht, das ist quasi die, ups, das ist jetzt die Bilanz, die das Ganze hier beschreiben würde. Also wir würden einmal sagen, okay, die Konzentrationsänderung in dieser Scheibe, die kann hervorgerufen werden durch den konvektiven Transport oder dadurch, dass wir hier Dispersion haben. Also Dispersion geht mit der zweiten Ableitung rein und konvektiver Transport mit der ersten Ableitung nach dem Ort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, aber es ist schon so ein kleines Monster, was wir hier haben, ne? So richtig gut sieht das irgendwie nicht aus. Also jetzt ist mein Strömungsrohr da im Weg. Also zeitliche Änderung ist der erste Term. Konvektiver Transport ist das hier. Und die Dispersion, die beschreiben wir jetzt mit diesem neuen Dispersionskoeffizienten. Die können wir hierüber dann entsprechend beschreiben. Gut. Jetzt wissen wir, wie wir das Ganze vielleicht hier beschreiben könnten. Also wie denn jetzt die Differentialgleichung dazu aussieht. Aber eigentlich hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir hier mal eine neue dimensionslose Größe einführen wollen. Ja, und wenn man das halt macht, ach nee, jetzt kommt erstmal das Beispiel, sorry, ich kenne meine eigenen Folien nicht. Erstmal habe ich das für Sie durchgerechnet. Also, exakte Beschreibung würde so aussehen. Also der Mathematiker ist damit glücklich. Wir sind ja eher Ingenieure, wir versuchen da was auszurechnen. Mann, was ist denn hier los? Wir versuchen was auszurechnen. Das heißt, wir müssen uns dem Ganzen jetzt irgendwie numerisch annähern. Und ich weiß nicht, wie gut Ihre numerischen Fähigkeiten so sind. Eigentlich sollten Sie sich aus CVT1 an Euler-Verfahren erinnern. Also das, was man dann immer machen kann, ist, dass man einfach sagt, man schreibt statt dieser partiellen Ableitung, schreibt man hier kleine Deltas hin. Also die Konzentrationsänderung nach der Zeit, Delta C nach Delta T. Das heißt, hier vorne brauchen Sie dann die Geschwindigkeit, die Sie haben, mal Konzentrationsänderung geteilt durch quasi die Dicke Ihrer Scheibe. Und dann haben Sie hier die zweite Ableitung. Wenn Sie die zweite Ableitung bilden, dann kann man das Ganze so aufschreiben. Gut, also D2C nach dx², das wird dann halt hier dieser Dispersionskoeffizient, d-axial durch Delta x Quadrat, und dann hier hinten haben Sie diesen Konzentrationsterm. Ich habe mir dafür ein kleines Beispiel angeschaut, also einfach Strömungsgeschwindigkeit 1 Meter pro Sekunde, Länge des Strömungsrohres 1 Meter und Dispersionskoeffizient 0,025 Quadratmeter pro Sekunde, und wir wollen jetzt hier sowas wie eine Stoßmarkierung aufgeben. Das habe ich mal versucht zu rechnen, damit wir hier überhaupt irgendwas sehen. Sieht meine Stoßmarkierung halt so aus, dass ich hier so einen Block definiert habe. Also Konzentration ist einfach 1 gesetzt zum Zeitpunkt t gleich 0. Würde also so ein Block hier mit Tracer-Material würde jetzt hier sein. Und das ist jetzt unser Strömungsrohr. Ich habe das auch quasi länger simuliert, als das Strömungsrohr eigentlich ist. Also es würde dann hier einfach nur noch weitergehen, dass man ein bisschen sieht, wie sich die Konzentration dann jetzt hier weiter drin bewegt. So, und wenn man jetzt diese Differentialgleichung löst, dann würde halt für eine Zeit von 0,2 Sekunden, muss ich mal kurz gucken, habe ich das? Ja, Meter pro Sekunde, also wird das 0,2 Sekunden sein. Dann kommt hier aus der Differentialgleichung kommt raus, dass sich dieser Peak, dass der sich in so eine Glockenkurve, so wie wir das schon von der Rührkesselkaskade, wie sich das Ganze dann entsprechend vermischen würde. Gut, und dann, ja, was wird jetzt wohl passieren, wenn wir den nächsten Zeitschritt machen? Wir haben jetzt ja sowohl konvektiven Transport als auch Dispersion, die hier überlagert ist. Also Sie können hier sehen, dass sich der Mittelpunkt von dem Peak, der hat sich von links nach rechts verschoben. Also das ist der konvektive Anteil. Und dann haben wir hier halt noch die Dispersion mit drin. Die sorgt halt dafür, dass unser Tracer-Peak, dass der halt breiter wird. Also Sie können sich das ja vorstellen, ein Teilchen, was hier ist, das hat natürlich keine Lust, hier so ganz genau auf der Trennlinie zu sein, sondern das würde dann durch Diffusion, würde das in Richtung des geringeren Konzentration, würde das quasi schneller sein als der konvektive Transport.
Weil wir aber auch das Ganze in die andere Richtung haben, kann es auch sein, dass Teilchen, dass die, obwohl wir hier von links nach rechts durch den Reaktor durchströmen würden, denkt sich das Teilchen, ach, guck mal, hier hinten, da ist ja gar niemand von meiner Sorte, dann gehe ich doch einfach mal in die entgegengesetzte Richtung. Also wir würden das hier sehen, dass Teilchen auch quasi gegen die Strömung ja, wegdiffundieren oder wegdispergieren. Gut, also nächster Zeitschritt 0,04. Wir sehen weiterhin den konvektiven Transport und wir sehen halt auch weiterhin, dass sich das Ganze stark verbreitert. Und wenn wir hier, wenn wir sagen, unser Strömungsrohr ist bei 1 Meter zu Ende, dann würden wir, naja, eigentlich würden wir immer noch nichts messen am Austritt. Dann gehen wir ein bisschen weiter, 0,6. Sie sehen, das Abflachen ist nicht mehr ganz so stark. Der konvektive Transport ist immer noch da und jetzt würden wir hier hinten auch an unserer Messstelle am Austritt aus dem Reaktor würden wir auch eine Konzentration messen. Gut, das können wir jetzt weitermachen. 0,8, 1 und so weiter. Jetzt wäre hier mehr oder weniger maximaler Peak am Austritt. Und ja, so kann man sich das Ganze dann halt entsprechend angucken. Das war also versucht von mir zu simulieren. Dann möchte ich Sie noch auf eine Besonderheit hinweisen. Wir haben jetzt ja hier diese, muss einmal kurz zurückgehen, wir haben jetzt ja hier diese Differentialgleichung, in der hier hinten auch der Dispersionsterm drin auftaucht. So, was würden Sie jetzt eigentlich erwarten, wenn wir sagen, okay, wir schalten jetzt in unserem Simulationsmodell, schalten wir einfach mal die Dispersion aus und wir würden jetzt eigentlich nur noch Konvektion haben wollen. Dann würde man ja eigentlich erwarten, dass sich dieser Peak, der hier ist, wenn wir jetzt nur noch konvektiven Transport haben, dass sich dieser Peak, wie er hier ist, dass der sich jetzt einfach so durch den Reaktor durchschieben würde. Also man könnte jetzt erwarten, dass der dann irgendwann hier so wäre. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter warten, dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Wenn man das aber macht, dann stellt man leider fest, also ich habe jetzt hier hinten in der Simulation, habe ich diesen Term hier einfach mal gestrichen. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass dieser Peak, dieser orangene Peak hier, dass der jetzt nicht einfach so durch den Reaktor durchwandert, sondern was Sie hier sehen, ist, dass die Kurven trotzdem abflachen. Also Sie sehen das ja hier, die blaue Kurve ist halt schon, hier ist so ein bisschen das Ganze verschwommener und so weiter. Und hier hinten kommt dann eigentlich, obwohl wir erwarten würden, dass dieser Peak hier perfekt durchwandert, kriegen wir hier auch so eine grüne verschmierte Kurve raus. Und tja, das ist das Problem. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht vernünftig programmieren kann. Also vielleicht kann ich das auch nicht. Bin bisher aber eigentlich immer ganz zufrieden gewesen. Das Problem, was Sie hier haben, das nennt sich numerische Diffusion. Also alles, was Sie hier so machen mit so Näherungslösungen, also ich hatte das ja hier mit diesen Deltas und so aufgeschrieben, das ist einfach ein Problem, wenn Sie unendliche Gradienten haben, die können Sie nicht vernünftig simulieren. Und auch das können Sie von mir aus als kleine Aufgabe an Herrn Stank weitergeben. Wenn Sie da einfach mal sowas mit CFD simulieren wollen und Sie sagen, okay, ich möchte meine Dispersion jetzt hier einfach mal ausschalten, dann würden auch unendlich teure Programme, die würden Ihnen eigentlich auch solche Kurven liefern. Weil die halt auch mit diesen unendlich hohen Gradienten nicht arbeiten können. Das ist einfach ein Problem der diskreten Mathematik. Und deswegen würden sie auch hier so eine Verschmierung kriegen und so eine numerische Diffusion. Das heißt, bestimmte Probleme, die können sie nicht gescheit simulieren. Also zumindest nicht mit der Mathematik, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Das heißt, irgendwie muss man sich da mal was anderes überlegen. Und zum Glück gibt es ja Mathematiker, denen kann man halt so ein Problem geben. Also das war jetzt hier erstmal hier Vorsicht, Obacht. Ich kann hier nochmal ranschreiben. Vorsicht. Gut. Also müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Und naja, was man jetzt machen kann, wir schnappen uns wieder unsere Differentialgleichung. Ich gehe mal wieder auf Laserpointer. Wir schnappen uns unsere Differentialgleichung. Die hier kennen Sie ja schon. Und was man jetzt erstmal macht, ist, dass man einfach versucht, okay, ich möchte diese Gleichung hier dimensionslos umgestalten.
Also jetzt kommt der Punkt, wo wir auf eine neue dimensionslose Kennzahl kommen. Na, wie machen Sie das? Sie teilen einfach Ihre Konzentration, teilen Sie durch die oder beziehen Sie auf Ihre Startkonzentration, auf Ihre Konzentration am Eintritt. Dann haben Sie das schon mal dimensionslos hingekriegt. Also das ist die neue Konzentration. Ihr C steht überall hier auf diesen Term, also bleibt das auch nicht über. Sie können einfach diese ganze Gleichung durch C0 teilen. Dann würden Sie einfach das C da stehen haben. Gut, was machen Sie mit Ihrer Länge, mit dem X? Naja, da macht es irgendwie Sinn, das Ganze auf die Länge des Strömungsrohres zu beziehen. Dann ist Ihr Groß-X ist dann einfach zwischen 0 und 1. Damit haben wir das dann schon mal weggekriegt. Gut, dann haben Sie hier aus T machen Sie wieder Theta. Da erinnern Sie sich dran, wir haben ja schon mal die dimensionslose Darstellung gehabt. Und naja, das ist einfach T durch Tau. Und Tau können Sie ausdrucken als Länge des Strömungsrohres geteilt durch die Geschwindigkeit. Damit haben Sie jetzt die Zeit dimensionslos gekriegt. Naja, und wenn Sie das machen und dann alles hier entsprechend einsetzen und darauf achten, dass Sie entsprechend erweitern müssen, dann stellen Sie fest, dass Sie nicht mehr den Dispersionskoeffizienten hier stehen haben, sondern in der dimensionslosen Schreibweise haben Sie hier einen neuen Koeffizienten vor Ihrem Diffusion- oder Dispersionsterm und das ist dann die Bodensteinzahl. Also man schreibt das dann 1 durch Bo, 1 durch die Bodensteinzahl. Und die Bodensteinzahl ist U mal L durch den Dispersionskoeffizienten. Also Sie sehen, das ist die beschreibende Differentialgleichung für das reale Strömungsrohr. Dann machen wir das Ganze dimensionslos. Und durch die Entdimensionierung kriegen Sie hier quasi aus der Gleichung heraus, kriegen Sie die zugehörige dimensionslose Größe geschenkt, die Bodensteinzahl. Gut. Und jetzt kann man diese wunderschöne Gleichung, also partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, und das kann man jetzt Mathematikern geben und sagen, ach, wie könnte denn wohl die Lösung aussehen, wenn ich auf diese Differentialgleichung hier eine Dirac-Funktion als Stoßmarkierung loslasse? Also wenn ich da irgendwie E von Theta haben möchte. Und dann sagen Ihnen die Mathematiker, die schließen sich dann wochenlang ein und sagen, aha, das ist ja total schön, dafür gibt es eine analytische Lösung für die Randbedingung beidseitig offen und ta-ta-ta-ta, die dimensionslose Verweilzeitdichtefunktion hat diese Form hier. Okay. Ich habe da einige Bücher zugelesen und das Witzige ist, in den Büchern steht halt immer nur drin, es kann gezeigt werden, dass das entsprechend die Lösung ist. Ich habe aber noch kein Buch bisher gefunden, wo gezeigt wird, wie man denn auf diese Lösung kommt. Aber ich gehe davon aus, dass die Mathematiker das hier richtig gemacht haben und dass wir jetzt hier entsprechend die richtige Lösung haben. Noch einmal kurz, was heißt denn jetzt beidseitig offen? Beidseitig offen, wir gehen nochmal zurück hier zu meinen Fällen. Beidseitig offen heißt, dass Ihr Reaktor das, also rein so von der Mathematik her, muss Ihr Reaktor das ermöglichen, dass es auch Teilchen gibt, die quasi entgegen der Strömungsrichtung hier wegdiffundieren können. Das heißt, Sie brauchen irgendwie sowas wie ein, ja, also ein bisschen Strömungsrohr noch, bevor das eigentliche Strömungsrohr beginnt. Und genauso, so wie ich das hier gemacht habe, muss es halt möglich sein, dass ich auch am Austritt aus dem Strömungsrohr, dass ich das Ganze hier noch ja, weiter so verhalten kann, noch irgendwie vermischen kann. Das ist mit beidseitig offen gemeint. Gut, und wenn man das hat, dann ist eigentlich alles gut. So, ich habe Ihnen jetzt hier mal gezeigt, wie sieht denn, also das ist die Funktion. Und da können Sie jetzt ja einfach, Sie wünschen sich eine Bodensteinzahl, das ist quasi Ihr Parameter, in dem die Dispersion drin steckt. Einmal noch kurz überlegt, gehe ich nochmal zurück. Was bedeutet eine hohe Bodensteinzahl? Hohe Bodensteinzahl heißt, Ihre Konvektion dominiert das Ganze und Ihre Dispersion ist nicht so stark. Eine niedrige Bodensteinzahl heißt halt wenig Konvektion, hohe Dispersion. Gut. Und wenn wir das dann hier einsetzen, Bodensteinzahl ist Ihr Parameter und Theta ist dann einfach ja, Ihre Zeit, über der Sie das Ganze auftragen wollen. Und das habe ich hier mal für Sie gemacht. Wir haben also hier angefangen mit einer Bodensteinzahl, die einen kleinen Wert hat, also hohe Dispersion, wenig Konvektion.
Und dann würde halt ihre Verweilzeit-Dichtefunktion am Austritt aus dem Reaktor würde dann entsprechend so aussehen. Wir haben eine geringe Bodenstandszahl, also eine hohe Dispersion. Das heißt, sie haben eine sehr breite Kurve. Durch die Dispersion wird die einfach so sehr in die Länge gestreckt und es dauert zum Teil halt sehr lange, bis dass die letzten Teilchen aus dem Reaktor rauskommen. Dann erhöht sich die Bodensteinzahl weiter. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Bodensteinzahl von 100. Das bedeutet, dass wir halt viel Konvektion haben, wenig Dispersion und dementsprechend stärker ist der Peak ausgeprägt und desto dichter bleibt das Ganze zusammen. Das Ganze ist dann nicht so verschmiert. So, jetzt können wir ja mal gucken, wie gut wir das Ganze simulieren können. Also das hier, so würde sich das Ganze quasi verhalten. Das haben Mathematiker herausgefunden, also das ist analytisch gelöst und das ist nicht irgendwie simuliert. Wenn ich jetzt mal versuche, das Ganze zu simulieren, dann würde zum Beispiel für die Bodensteinzahl von 10, sehen Sie, dass die Übereinstimmung hier ziemlich gut ist, ne? Da kann man nicht meckern. Also die rote Kurve ist quasi deckungsgleich mit der blauen. Das sieht eigentlich ziemlich super aus. Dann erhöhen wir die Bodensteinzahl mal auf 20. Na, hier kann man schon sehen, da ist so eine kleine Lücke hier. Also so richtig gut ist die Übereinstimmung nicht mehr. Wir erhöhen die Bodensteinzahl weiter auf 40. Man sieht dann halt, okay, es gibt hier auch schon weitere Abweichungen. Und dann, wenn ich auf eine Bodensteinzahl von 100 gehe, dann sind die Abweichungen schon ziemlich krass groß. Das heißt, da komme ich dann mit meiner Simulation nicht mehr so richtig weiter, sondern da ist es besser, die analytische Lösung zu nehmen. Also wenn Sie sowas mal simulieren wollen, dann klappt das Ganze eigentlich nur gut für hohe Dispersion. Gut. Also nochmal der Hinweis: Abweichungen bei großen Bodensteinzahlen durch die numerische Diffusion. Gut. Oh, was macht denn die Animation hier schon? So, also bei Kenntnis der Bodensteinzahl kann halt die Verweilzeit-Dichtefunktion ermittelt werden. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, wir haben eine neue dimensionslose Kennzahl eingeführt, die Bodensteinzahl. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit der? Woher kriege ich die denn? Und naja, auch da können wir uns wieder mal bei den Mathematikern bedanken. Option 1 ist, sie haben Messwerte, also sie haben den Reaktor gebaut, ähnlich wie bei der Rührkesselkaskade. Das heißt, dass Option 1 ist dann auch nur a posteriori möglich, also im Nachhinein. Und dann kann gezeigt werden, dass Ihre Bodensteinzahl, die kriegen Sie raus, indem Sie sagen 2 durch Sigma Theta Quadrat. Noch einmal kurz überlegt, Sigma Theta ist ja, oder Sigma Theta Quadrat ist die dimensionslose Varianz. Hierfür können Sie dann genauso gut schreiben, okay, das ist T Quadrat durch Sigma, T quer durch Sigma, das Ganze ins Quadrat. Naja, und das sollte Sie an die Rührkesselkaskade erinnern, weil nämlich gerade T quer durch Sigma, das Ganze ins Quadrat, das ist ja gerade unsere Kesselzahl. Also das, was wir hier schon mal hatten, die Bodensteinzahl ist einfach das Doppelte der Kesselzahl aus dem Kaskadenmodell. Das gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es noch das, das macht die Bodensteinzahl halt viel spannender, dass Sie das Ganze auch mit anderen dimensionslosen Kennzahlen korrelieren können. Und das wäre dann die zweite Option. Gut, wir hatten ja schon ein Beispiel ausgewertet. Sie erinnern sich, wo wir versucht haben, das reale Strömungsrohr über die Rührkesselkaskade zu beschreiben. Also ermitteln Sie die Bodensteinzahl für das Beispiel mit diskreten Messwerten. Das ist das, was wir vorher hatten. Vergleichen Sie grafisch die so erhaltene Verweilzeit-Dichtefunktion e von t mit den Messwerten. Dann habe ich Ihnen hier nochmal hingeschrieben, wie dann nochmal die Umrechnung war und wie denn die Ergebnisse aus dem Beispiel waren. Also wir hatten t quer 0,9955, Sigma 0,1524. Das heißt, Sigma Theta ist einfach Sigma durch Tau Gesamt oder t quer 0,153. Die Bodensteinzahl ist dann 2 durch Sigma Theta ins Quadrat, also 2 durch 0,513 Quadrat sind 85,4. Wir hatten bei dem, was wir vorher hatten, bei der Rührkesselkaskade hatten wir eine Kesselzahl raus von 43 gerundet. Also Sie sehen, wenn Sie 43 mal 2 rechnen, kommt 86 raus. Wir liegen hier bei 85,4. Also das passt. Gut. Und wie machen wir das Ganze? Ups.
Wie machen wir das Ganze jetzt? Einmal beispielhaft gezeigt für den Zeitpunkt t gleich 0,7 Minuten. Wir gucken uns an, okay, wie ist denn die zugehörige dimensionslose Zeit Theta? Einfach t durch tau gesamt oder t quer. 0,7 Minuten durch 0,955 Minuten sind 0,703. So, und dann haben Sie jetzt ja diese wunderbare Formel hier, wo Sie das einfach einsetzen können. Bodenstandszahl ist 85,4. Pi kennen Sie, Theta kennen Sie, 0,703. Und dann müssen Sie das Ganze hier noch einsetzen, in diesen E-Term. Und dann kriegen Sie raus, dass die dimensionslose Verweilzeitdichtefunktion ist 0,2. Das Ganze müssen wir wieder in den dimensionsbehafteten Wert umrechnen. Also einfach durch Tau gesamt teilen. Das ist fast 1. Da haben wir das. Und dann kommen Sie hier auf einen Wert von 0,201 mit der Einheit 1 durch Minute. Und das machen Sie jetzt ja nicht nur für eine Zeit, sondern für ganz viele Zeitschritte. Und das ist ein bisschen mühsam, aber das ist ja ist immer das Gleiche. Das kann man dann ganz gut in Excel machen. Das habe ich hier einmal für Sie vorbereitet. Wenn Sie sich das hier angucken, die Bodensteinzahl von 85, dann wäre das die rote Kurve hier, die sieht eigentlich fast so ähnlich aus wie die Rührkesselkaskade mit 43 Kesseln. Ist ein bisschen nach rechts verschoben, aber einen großen Unterschied sieht man nicht. Gut, das war jetzt also eine Möglichkeit, wie Sie mit Hilfe der Bodensteinzahl, wie Sie da ein reales Strömungsrohr beschreiben können. Gut, die andere Möglichkeit, die aus meiner Sicht viel spannender ist, ist einfach mal mit anderen dimensionslosen Kennzahlen korrelieren, so wie Sie das schon aus Wärmeübertragung oder so kennen. Da schnappen Sie sich ja die Prandtl-Zahl und die Reynolds-Zahl und kriegen dann die Nusselt-Zahl raus. Und sowas Ähnliches kann man hier auch machen. Wir brauchen jetzt hier auch die Reynolds-Zahl. Die sollte ein alter Bekannter sein, U mal D durch Nü. Wir brauchen die Schmidt-Zahl, da gehen halt nur Stoffwerte rein, das ist wieder die Viskosität und der Diffusionskoeffizient. Und dann brauchen wir die Piclet-Zahl, das ist U mal D durch den Dispersionskoeffizienten, das heißt in der Piclet-Zahl steckt der Dispersionskoeffizient drin. Naja, und die Bodensteinzahl, die kannten Sie ja schon, und die Bodensteinzahl, die ist halt gebildet nicht mit D, sondern mit L. Das heißt, wenn Sie die Bodensteinzahl mit dem Durchmesser zu Länge-Verhältnis multiplizieren, dann kommt hier die Piclet-Zahl rauf. Also das ist die Umrechnungsbeziehung zwischen Piclet-Zahl und Bodensteinzahl. So, in den meisten Fällen interessiert uns der turbulente Fall, also Reynolds größer 2300. Und dann hat man da in Messreihen rausgefunden, dass man die Piclet-Zahl zum Beispiel mit dieser Funktion hier ganz gut beschreiben kann. Wie sieht das Ganze grafisch aus? Also hier ist die Reynolds-Zahl aufgetragen, hier wäre also 1 mal 10 hoch 5, also 100.000, hier ist 1.000.000 und so weiter und hier ist 1 durch Piclet aufgetragen, wie Sie das dann einsetzen können. Man kann natürlich jetzt auch direkt Piclet hier hinschreiben, dann würde das Ganze so aussehen. Naja, und was müssen Sie machen, wenn Sie zum Beispiel die Piclet-Zahl für eine Reynolds-Zahl von 100.000 haben wollen? Dann gehen Sie hier zu 100.000, gehen nach hier oben und würden dann entsprechend ablesen eine Piclet-Zahl von 3,1. Und ja, wenn Sie die Piclet-Zahl haben, dann müssen Sie nur noch Länge und Durchmesser von Ihrem Strömungsrohr wissen. Bei zum Beispiel einem Verhältnis von Länge zu Durchmesser von 10 würde Ihre Bodensteinzahl 31 lauten. Und dann, also Sie gucken sich einfach an, wie ist die Strömungsform oder welche Reynolds-Zahl hat das Strömungsrohr. Dann gehen Sie hier in das Diagramm oder in die Formel, rechnen die Piclet-Zahl aus über L zu D-Verhältnis kriegen Sie die Bodensteinzahl und dann mit der Bodensteinzahl können Sie einfach in diese Formel, in die E von Theta-Formel reingehen und damit Ihre Verweilzeitdichtefunktion, die dimensionslose Verweilzeitdichtefunktion ausrechnen. Gut, so diesmal gibt es jetzt eine Menge zum Üben, das können Sie aber alleine ausprobieren. Also Aufgabe, es soll ein Strömungsrohr mit einem Durchmesser von 0,2 Metern und einer Länge von 5 Meter ausgelegt werden. Die Strömungsgeschwindigkeit betrage 2 Meter pro Sekunde. Das spätere Medium soll eine wässrige Lösung sein, sodass eine kinematische Viskosität von 0,893 × 10⁻⁶ Quadratmeter pro Sekunde angenommen werden kann. Bestimmen Sie die Piclet-Zahl und die Bodensteinzahl für das Strömungsrohr.
Also, was müssen Sie machen? Sie haben den Durchmesser angegeben, die Strömungsgeschwindigkeit angegeben und die Viskosität angegeben. Das heißt, daraus kriegen Sie die Reynolds-Zahl raus. Mit der Reynolds-Zahl gehen Sie entweder in das Diagramm oder in die Formel, kriegen die Pecquelet-Zahl raus. Mit der Länge und dem Durchmesser haben Sie das L zu D-Verhältnis und können sofort die Bodensteinzahl ausrechnen. Wie groß ist die hydrodynamische Verweilzeit? Naja, das ist einfach 5 Meter durch 2 Meter pro Sekunde, also 2,5 Sekunden sollte das sein. Und dann sollen Sie einmal noch den Wert der Verweilzeitdichtefunktion E von T ausrechnen für 3 Sekunden. Das traue ich Ihnen zu, das können Sie sich zu Hause mal selber angucken. Ich habe Ihnen die Lösung hier entsprechend angegeben. Also das sind die Werte, die dabei rauskommen sollten. Gut. Eine weitere Aufgabe: Ein reales Strömungsrohr soll so ausgelegt werden, dass es bei einem Volumen von 1 Kubikmeter eine hydrodynamische Verweilzeit von tau gleich 2 Minuten aufweist. Es soll über die Auslegung sichergestellt werden, dass die Standardabweichung von Sigma gleich 0,3 Minuten vorliegt. So, klingt jetzt eigentlich ähnlich wie die Aufgabe davor. Die Aufgabe davor war ziemlich leicht. Die Aufgabe hier ist halt nicht mehr so leicht. Hier müssen Sie nämlich das Ganze iterativ lösen. Also hier, Sie wollen ja gerade erreichen, dass ein gewisser Wert für die Standardabweichung gilt. Sie haben das Volumen vorgegeben und Tau. Und naja, jetzt müssen Sie irgendwie über eine Iteration, müssen Sie den Durchmesser des Strömungsrohres rauskriegen. Ja, dazu verwenden Sie den Ansatz über die Bodensteinzahl, die Viskosität ist gegeben und naja. Die Lösung dazu, die habe ich im E-Mail-Raum hinterlegt. Das können Sie sich mal angucken. Auch das traue ich Ihnen zu. Das ist ja, also wichtig ist da die entsprechenden Gleichungen aufzustellen und dann das Ganze. Wahrscheinlich lösen Sie das eh mit dem Taschenrechner. Ich muss das dann immer noch iterativ machen. Aber naja, ob das nun der Taschenrechner oder das Blatt Papier macht, ist eigentlich egal. Hauptsache, Sie kommen auf die gleiche Lösung. So, und dann würde ich Ihnen noch eine Hausaufgabe geben. Die war mal Teil der Klausur aus dem Sommersemester 2017. Ich habe die Klausur jetzt erstmal ausgeblendet. Also, es soll ein reales Strömungsrohr für einen Volumenstrom von 10 Kubikmeter pro Stunde ausgelegt werden. Das verwendete Medium kann als Wasser mit Eta gleich 890 mal 10 hoch minus 6 Pascalsekunden und Rho gleich 1000 Kilogramm pro Kubikmeter angenommen werden. Um Ablagerungen an den Rohrwänden zu vermeiden, soll eine Reynolds-Zahl von Reynolds ist gleich 5 mal 10 hoch 4 gewählt werden. Welchen Durchmesser D müssen Sie für das Strömungsrohr wählen? Welche Pecquelet-Zahl ergibt sich für diesen Fall? Durch eine geringe Vermischung in axialer Richtung soll die dimensionslose Standardab oder für eine geringe Vermischung in axialer Richtung soll die dimensionslose Standardabweichung einen Wert von Sigma Theta gleich 0,1 aufweisen. Welche Länge L ist für das Strömungsrohr zu wählen? Wie groß wäre die ideale Verweilzeit? Tau ideal gleich L durch U. Zur Überprüfung der Auslegungsrechnung wird an dem realen Strömungsrohr die tatsächliche Verweilzeitdichtefunktion E von T ermittelt, die in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist. Also hier ist die entsprechende Tabelle. C. Wie groß ist die mittlere Verweilzeit T quer des realen Strömungsrohres? Bei Bedarf können Sie die freien Spalten in der obigen Tabelle verwenden. Wie groß ist die Standardabweichung Sigma und die dimensionslose Standardabweichung Sigma Theta? Wie bewerten Sie die Auslegungsrechnung im Vergleich zu den Messwerten vom realen Strömungsrohr? Das reale Strömungsrohr kann alternativ über eine Rührkesselkaskade beschrieben werden. Wie viele Rührkessel wären aufgrund der Messwerte zu wählen? Also Sie sehen schon, hier kommen wieder so ein paar Sachen, die wir bisher auch in anderen Vorlesungen hatten. Die kommen hier zusammen, so wie das halt häufig mal bei Klausuraufgaben ist. Da soll ja ein bisschen größeres Wissen abgeprüft werden. Und die Ergebnisse, die sollen Sie möglichst bis Freitag, 24. April, im E-Mail-Raum eintragen. Ich versuche es jetzt mal wieder über eine Aufgabe zu machen, sodass Sie da wirklich Werte eintragen können. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass ich jetzt weiß, wie da eine gewisse Toleranz möglich ist, so dass Sie diesmal auch wirklich Rechenergebnisse eintragen können. Okay. Dann würde ich sagen, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn das jetzt wieder eine sehr lange Vorlesung war, und bleiben Sie gesund.